Pünktlich kommen die drei ersten Wiesente im Eingewöhnungsgehege an. Insgesamt sollen hier einmal 22 Tiere eine Herde bilden. Unter den Augen der Gäste rangiert der Transport aus dem Wildgehege Hardehausen zum Gatter. Als erster sprintet der dreijährige Jungbulle Eckner auf sein Wittgensteiner Land und macht sich mit der noch ungewohnten Umgebung vertraut. 30 bis 50 Kilo wird er pro Tag fressen. Unter der Aufsicht eines Wiesentwarts und wissenschaftlich beobachtet von gleich drei Universitäten, nämlich Siegen, Göttingen und Frankfurt. Ein Wiesent bringt zwischen 300 und 500 Kilo auf die Waage und kann eine Schulterhöhe von bis zu 1,90 Meter erreichen. Trotz ihrer Größe sind es Fluchttiere. Während Eckner sich bereits mit dem Gelände vertraut macht und zu diesem Zeitpunkt das wohl am meisten fotografierte Wildtier in ganz Deutschland ist, laufen die Vorbereitungen, um die beiden anderen Wiesente freizulassen. So kann Eckner in aller Ruhe das weitere Gelände erkunden. Alle Aufmerksamkeit richtet sich auf die noch im Anhänger verbliebenen Wiesente, die nicht so wie Eckner direkt in die Freiheit sprinten. Die beiden Damen sind scheu und wollen den Anhänger nicht verlassen. Doch plötzlich. Damit hat keiner gerechnet. Eckner ist abgehauen, raus aus dem Gehege. Augenzeugen berichten, dass er im Stil eines Boxers den Ring verlassen hat. Der clevere Bursche nutzte die Situation aus. Beim Einbringen der Tiere in das Gehege ist der Strom am Elektrozaum ausgeschaltet. Sofort wird eine Suchaktion eingeleitet. Ergebnis? Er hat es sich auf einer tiefer gelegenen Wiese gemütlich gemacht. Abseits vom großen Rummel, verursacht von den vielen Wiesenfans und Pressevertretern. Da zeigt es sich also, ein Koloss, der von den Menschen Reis ausnimmt. Ein Wildtier eben. Eckner wurde betäubt und wieder in das Gehege gebracht. Dahin, wo er jetzt mit 21 anderen seiner Art auf seine Auswilderung wartet.